Yes. Schaut richtig gut aus. Oh mein Gott. Ja, so nicht. Ah. Geil. Ja, willkommen zu einem neuen Video. Heute vom Golfverleih München. Das ist der selbsternannte Alpenlinkskurs. Es wird wahrscheinlich ein ziemlicher Test werden heute. Es gibt hier den schwarzen oder goldenen Abschlag. Da hat der Platz aber über 7000 Meter, also 7073. Das ist eigentlich fast unmöglich für mich. Deswegen spielen wir nur von Weiß. Hat 6600 Meter. Ja. Das werden heute viele Driver werden. Vor allem, glaube ich, ist es relativ nass und warm ist es ja auch nicht mehr. Also, ja, könnte ein hoher Score werden heute. Ich werde heute auch wieder das Stableford-Punktesystem spielen. Bei Zählwett, glaube ich, macht jetzt nicht viel Sinn. Starten wir gleich mit Loch 1. Paar 4 mit 390 Metern. Gleich zum Starten mal ein paar 4 unter 400 Meter. Ein schönes Spiel. Okay. Wow, die rollen die Bälle. Okay. Der ist jetzt weit gerollt. Also um die 30 Punkte werden schon gewaltig, glaube ich, mit dem langen Platz heute. Mir wurde gesagt, dass alle Bunker aus dem Spiel genommen sind heute, weil sie die Bunker alle umbauen. Der erste schaut jetzt schon mal gut aus, aber okay. So, 127 auf die Fahne. Jetzt müssen wir da irgendwie über den Baum kommen. Blöder Stand. Okay, über den Baum ist er. Er ist leider zu kurz. Naja, okay, wir haben nicht mehr weit. Up and down zum Paar. Das wäre natürlich gewaltig. Okay, nicht schlecht. Wir haben eine Chance aufs Paar. Nehmen wir jedes Paar mit Handkuss heute. Da sieht man, es sind wirklich Bauarbeiten in den Bunkern. Aber die, was so gut ausschauen, darf man eigentlich spielen, glaube ich. Okay, da haben wir noch Arbeit zum Paar. Oh, schöne massive Fahnen. Hängt alles ein bisschen rechts runter und bergauf. Jo. Jedes Video das gleiche. Machen wir ein Bärchen zum Start. 2 Punkte. Okay, Loch 2. Paar 5 mit 555 Metern. Ja, da sieht man schon, die ganzen Bunker sind ausgegraben. Schade. Haben wir bessere Chance auf einen guten Score. Richtung den rechten Bunker mit einem Draw. Ja. Mit der Fairway. Ah, rollen tun sich schon schön die Bälle. Wenn nicht umsonst der Alpenlinkskurs. Im Sommer muss der richtig hart sein. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an den Golfclub Valais, dass ich hier spielen und filmen darf. Da sieht man jetzt die Bunker in Arbeit. Wir sind eh mit der Fairway, also interessiert uns der Bunker nicht. Ich weiß jetzt ganz ehrlich nicht genau, wo ich da hin muss, aber ich halte mich da auf die rechte Seite von den Bunkern und draw rein. Dreierholz. Das hat beim letzten Video Margaretenhof super funktioniert am ersten Loch. Vielleicht mal getoppt. Okay, könnte gut sein. Ja, entweder in irgendeinem von den Bunkern oder keine Ahnung. Richtig schöne moderne Anlage hier. 27 Loch plus noch ein etwas kleinerer 9 Loch groß, aber in dem gleichen Zustand wie die anderen 27 Löcher. Und eine riesen Trainingsanlage, riesen Driving Range. Oh, der Ball liegt perfekt. Okay, habe mir jetzt leider verschaut. Bin jetzt doch hier im Bunker. Aber dürfen wir rauslegen. Okay, 133 noch auf die Fahne. 9er Eisen.
Okay. Rechts. Aber bin high. Ist ein bisschen gerollt. Bunker schauen schon mal aus wie auf einem Linksblatt. Und halt aus dem Spiel werden alle umgebaut. Deswegen das Gras drinnen. Schade. Wäre sicher interessant gewesen. Jetzt können wir mal die Geschwindigkeit von den Grüns testen. Das schaut ziemlich gerade aus. Ist nur ein bisschen bergab. Zieh! Grüns sind nicht so schnell. Ist ja um die Jahreszeit jetzt trotzdem gut. Easy Bar wieder. Weiter geht's. Okay, das erste Bar 3. 180 auf die Fahne. Rechts Wasser, links Bunker, aber der ist ja aus dem Spiel, also das wäre nicht so schlimm. Ja, wir gehen jetzt direkt auf die Fahne. Der geht direkt auf die Fahne, wird aber zu gut sein wahrscheinlich. Komm. Okay. Knapp auf dem Grün, glaube ich. Ein einfaches Par 3, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch schwerere kommen. Sind jetzt hier knapp rechts vom Grün im Rough, also ich muss noch mal chippen. Schöne Fahne. Hochqualitative Fahne. Bump and Run mit der Gap Wedge. Grenzen nicht so schnell, das heißt, er sollte nicht zu weit rollen, bricht ein bisschen nach links. Ah, schade. Doch weit gerollt. Doch ein bisschen weiter gerollt, gell? Er ist jetzt relativ gerade. Ja. Sehr super Start in die Runde. Drei Bars, gewaltig. Noch vier. War 4 mit 428 Metern, also fast 470 Yards. Okay. Das Gute, ich bin so kurz, dass ich die Bunker gar nicht erreiche. Einfach geradeaus. Boah, das ist gut. Okay. Perfekt. Sehen zwar nicht mehr, aber ich glaube mit der Fähre. Ja, den habe ich jetzt eigentlich sauber getroffen, glaube ich zumindest. Bin auf dem Fairway, aber 184 noch auf die Fahne. Einfach irgendwie Mitte Grün. Mitte Grün wäre schon ein Erfolg. Ah, der ist rechts. Ich glaube, die Länge war gut, aber rechts. Das ist neu. Normalerweise ist mein Miss links. Ein riesiges Grün. Leider habe ich es jetzt verfehlt, aber aus 184 Metern ist das schon okay. Fehlt ja nicht weit. Eigentlich ein relativ simpler Bump and Run mit dem Achtereisen. Geh rein. Oh. Ja, bisschen zu lang. Bisschen zu lang. Sind relativ gerade, die Grüns. Also wenig starke Breaks bis jetzt. Ich glaube, der ist wieder komplett gerade, der Putt. Ah, schade. Schade. Das erste Bogey. Das heißt, wir sind jetzt bei 7 Punkten. Alles gut bis jetzt. Loch 5. Ein kurzes Par 4 mit 381 Metern. Also da kann jetzt nicht viel passieren. Da können wir jetzt mal richtig draufhauen. Das ist eigentlich komplett gerade, das Loch. Schaut gut aus. Schaut richtig gut aus. Oh, mit der Fairway. Ja. Fühlt sich heute sehr gut an, der Schwung. Weiß nicht, ob ihr das Video vom Margaretenhof gesehen habt. Das war gestern. Da habe ich nicht gewusst, wie ich einen Schläger heben soll. Heute, einen Tag später, fühlt sich es richtig gut an. Das ist Golf, gell? Okay, noch 132 auf die Fahne. Das ist ein interessantes Loch. Wir haben hier ein Fairway, eine Rough Area und dann da vorne nochmal ein Fairway. Da muss man eigentlich besser platzieren. Bin jetzt halt hier im Rough. Aber schaut nicht so schlimm aus. 132. Ja, rechts von der Fahne anhalten, weil die Fahne
komplett links steckt. Oder direkt auf die Fahne. Oh, das schaut nach einem Flyer aus. Ja. Ich glaube, ein bisschen zu lang. Aber noch auf dem Grün. Das hat sich nach einem Flyer angefühlt. Ja, weil ich jetzt gerade vorher gesagt habe, die Grüns, da gibt es keine großen Breaks. Da ist jetzt eine Riesenwelle drin. Und ich habe jetzt genau hier gepitcht, auf der Welle oben. Ein Meter kürzer, dann rollt er hier das ganze Grün runter. Aber er ist perfekt. Bin high. Ach, die ist jetzt richtig böse gesteckt, die Fahne. Jetzt geht's bergauf und dann geht's runter zur Fahne. Wenn der jetzt ein Tick zu lang ist, rollt er ganz runter. Ja, sehr vorsichtig. Sehr vorsichtig gespielt. Aber ja, easy Par. 9 Punkte. Loch 6, Par 3. 158 auf die Fahne. Ist jetzt definitiv ein 6-Eisen, weil die Fahne vorne steckt. Es wäre auf jeden Fall besser hinter die Fahne als davor. So, come on. Da ist komplett rechts. Kick nach rechts. Aber liegt. Das wird schwierig. Eieieiei. Heute ist der Mist komplett rechts. Okay, habe ich es ein bisschen verschrien. Die Grüns sind jetzt richtig wellig. Ich glaube, auf der Kamera sieht man das nicht so, aber ich habe geile Wellen drin. War jetzt leider ein bisschen zu kurz und rechts, weil hier, wo die Fahne steckt, ist relativ gerade. Also eine Ausrede habe ich jetzt keine, dass ich das Up and Down nicht schaffe. Sehr gut. Schöner Schlag. Schön gebissen auch zum Par. Yes. Ich kämpfe 11 Punkte bis jetzt. Aber weit weg von Birdies noch. Loch 7. Ein Par 5 mit 490 Metern. Da links sind einige Bunker. Sind genau auf meiner Länge. Sollte jetzt möglichst gerade sein. Ja. Boah, die sind gerade heute. Er ist perfekt. Guter Driver heute. Also das ist jetzt eins der schmalsten Fairways. Aber wir haben es getroffen. Okay, bin mir jetzt nicht ganz sicher wohin, aber ich glaube, mit dem Siemerholz die linke Seite von diesem Baum, das wäre so die Linie. Boah, ist ein bisschen links. Mal jetzt einen provisorischen spielen. Der ist wieder in die Richtung. Aber der könnte im Bunker sein. Oh. Okay, die Golfgötter meinen es gut mit mir wieder. Der erste ist noch da. Wir haben noch 80 auf die Fahne. Oh, der war fett. Eieieiei. Ein eher unmögliches Up and Down jetzt, aber es ist einfach aufs Grün. Ja. Jetzt hat er den Sprinkler getroffen. Ist zurück. Hey. Gut. Brauche mich jetzt nicht beschweren, weil ich kann froh sein, dass mein Ball noch da war. Nach dem zweiten Schlag. Also, alles gut. Jetzt hier genau das Loch vom Sprinkler getroffen, ist er wieder zurück. Leider. Up and down zum Bogey. Okay. Machbarer Putt. Nur zumindest noch einen Punkt retten. Jawohl. Mit einer Ehrenrunde. Bogey. Damit noch einen Punkt gerettet. Puh. War jetzt nicht so gut gespielt. Loch 8, glaube ich. Par 4 mit 403 Metern. Da sollte man jetzt wieder möglichst genau sein.
Oh, ein bisschen links. Oh, das wird ein langer Schlag aufs Grün. Okay, Fairway getroffen, aber es schaut noch weit aus. 185, bergauf, mit ein bisschen Gegenwind. Der Wind wird jetzt ein bisschen stärker, deswegen 7er Holz wieder, sollte genau passen. Okay, da ist er, der Topper. Eieiei, da war der Topper. Hat sich eh noch gut entwickelt, der Topper. Schwieriges Up and Down. Kurz gesteckt die Fahne. Oh wow. Der war perfekt. Sehr gut. Ist noch ein bisschen gerollt, aber besser hätte ich nicht spielen können. Okay, gute Chance zum Paar. Nur noch ungefähr 2 Meter. Kriegt alles ein bisschen nach links. Komm. Yes. Da hätte ich nie im Leben mit einem Paar gerechnet, aber ja. Naja, das war knapp am Kart. Passt. Okay, da hätte es jetzt beinahe einen Unfall gegeben. Die netten Menschen wollten mich jetzt durchlassen. Ich hätte fast das Kart von denen getroffen. Aber alles gut. Abschlag liegt auch perfekt. 80 Meter noch auf die Fahne. Ein brutal kurzes Paar 4. Ja, schaut gut aus. Go. Ist ja fast ein Tap-in Birdie. Hey. Nicht schlecht. Ein schönes Loch. Noch schöner. Der Ball da beim Loch. Jetzt schauen wir, dass wir den auch verwerten. Ziemlich gerade wieder. Hoffe ich. Yes. Early walking. Gut. Damit halten wir jetzt bei 18 Punkten nach 9 Löchern. Völlig unerwartet. Aber ja, auf geht's in die Back 9. Okay. Loch 10. Paar 5 wieder mit. Also, Entschuldigung, es sind keine 18 Punkte, sondern 17 Punkte. 2 Bogies und ein Birdie. Trotzdem gut. Heißt für das Ziel von den 30 Punkten brauchen wir noch 13. Loch 10, Paar 5. Ich glaube 527 Meter. Einfach wieder das enge Fairway treffen. Weiter geht's. Okay. Verhalten, aber wir sind perfekt. Fairway. Noch 280 Meter bis zum Grün. Aber Gegenwind jetzt. Ja. Viele Bunker. Wir zielen jetzt mal rechts über den Bunker. Da sollte noch ein kleines Fairway sein. Zieh. Zieh. Okay, der ist im Bunker drinnen, aber der ist wieder blau gesteckt, also wieder raus droppen. Jetzt hier riesige Bunkerlandschaften. Da ist einer, da ist noch einer. Mein Ball ist jetzt da mittendrin. Sind alles Steine drin und Gras, also nehmen wir den mal. Und droppen jetzt hier im Rough und nicht im Fairway, wäre ja zu einfach. Okay, 90 Meter noch auf die Fahne, ein bisschen Gegenwind. Okay, zieh. Ja. Puh, hat der Wind ein bisschen aufgehalten. Aber wir haben ein Birdie-Putt. Jetzt ein etwas längerer Putt. Ich gehe hier ein bisschen in die Richtung und am Anfang eher in die andere Richtung, also Double Breaker, bricht auf jeden Fall mehr nach links. Das Tempo ist alles gut. Ok,
Okay. Sieh. Uiuiuiui. Das war aber langsam. Haben wir noch einen kleinen Tester zum Paar? Ja, das war eine Ehrenrunde mit Pause und dann ins Loch. Easy Paar. Hier fühlt sich's auf jeden Fall schon mehr wie ein Linksplatz an. Aber richtig, richtig schöne Anlage. Loch 11, Paar 4 mit 402 Metern. Wieder ein sehr schmales Fairway, wie sich's für einen Alpenlinksplatz gehört. Okay. Der war jetzt zwar Mitte Fairway, aber der ist irgendwie gar nicht geflogen. Der ist jetzt irgendwie aus der Luft gefallen. Oh ja, Fairway, was will man mehr? Ja, 170 Meter noch. Der ist jetzt wirklich irgendwie aus der Luft gefallen, der Ball. Ich hoffe, der ist nicht kaputt. Aber werden wir gleich sehen. 5 Eisen. Irgendwie aufs Grün. Ja, so nicht. Ha! Puh! Geht's wieder los, hä? Ja, es ist noch ein langes Up and Down. Hab jetzt das 5-Eisen fast verfehlt. Eine kurz gestickte Fahne wieder. Der ist rechts. Ja, Länge perfekt, aber rechts. Ja, haben wir noch einen langen Putt zum Paar. Das wird jetzt eher schwierig. Hängt ein bisschen nach links. Wieder zu kurz. Sind jetzt irgendwie langsamer, die Grüns. Schade. Bogi, damit nur ein Punkt. Gesamtscore 20. Loch 12. Ein relativ kurzes Paar 4 im Vergleich zu den anderen. 344 Meter. Dogleg nach rechts. Ich werde mich jetzt da eher links auf den Bunker orientieren. Aber der ist weit weg. Ja. Genau auf den Bunker zu. Ja. Ist mir zwar ein bisschen länger gemacht, das Loch, aber ich glaube, der ist gut. Okay, wieder ein Fairway getroffen. Wir haben ein bisschen Gegenwind. 107 Meter. Deswegen jetzt eher so ein leichtes Pitching Wedge. Okay, ein bisschen links. Aber Länge perfekt. Ja, leichter Pull, aber Pin High. Eine kleine Birdie-Chance. Langer Birdie-Putt. Ist wieder relativ gerade. Vielleicht bricht es ein bisschen nach links. Aber eigentlich fast gerade bergauf. Nicht gebrochen. Der war wirklich komplett gerade. Okay. Paar Loch 13. Paar 3, 163 Metern. Die Fahne steckt ganz vorne. Also besser wäre auf jeden Fall länger spielen jetzt. Über die Fahne drüber. Bisschen rechts. Sauber getroffen. Ja. Okay, guter Schlag. Jetzt ihn leider nicht mehr gesehen. Auf jeden Fall war rechts von der Bahn. Okay, die Länge wäre nicht so schlecht gewesen. War leider viel zu weit rechts. Ist hier gepitcht. Relativ gerader Chip. Vielleicht bricht es ein bisschen nach links. Toll. Ja. Also irgendwie sind die Grüns auf den zweiten neun langsamer. Ah, das ist noch ein langer Paar-Putt. Aber auf jeden Fall machbar. Jetzt. Yes.
gutes Par wieder. Loch 14. Jetzt kommt wieder ein schweres Par 4. 414 Meter und Gegenwind. Das heißt, ich halte mich jetzt einfach auf den kleinen Bunker Mitte Fairway. Wenn er links, rechts davon geht, dann perfekt. Sonst ist er halt im Bunker. Aber jetzt haben wir schon mehr Gegenwind. Ja. Okay. Links von dem Bunker. Perfekt. Das wird ein weiter Zweiter. Weiter Zweiter. Aber das sind wir ja schon gewohnt. 187 noch. Mit Gegenwind. Uiuiui. Dann haben wir wieder das Holz 7. Relativ großes Grün. Eher rechts halten, weil links ist Wasser. Boah, der schaut richtig gut aus. Hat er die Länge? Oh mein Gott. Bin high. Rechts von der Fahne. Der war jetzt richtig Bombe. Also das war jetzt definitiv der Schlag des Tages. Das passt 190 Metern. Hier gepitcht, noch ein bisschen gerollt. Aber nicht mehr weit. Ist kein einfacher Putt. Und es hängt hier alles runter. Das heißt, wenn er zu lang ist, dann wollte man hier weg. Auf jeden Fall weit genug rechts anhalten. Nicht vergessen, die Grüns sind jetzt langsamer. Ja, der schafft's nicht. Die sind so langsam jetzt. Also auf den ersten 9, die waren definitiv schneller. Okay, aber ein paar auf dem Loch nehme ich jetzt auf jeden Fall mit Handkuss. Gutes Paar. Loch 15, Paar 5 mit 562 Metern. Und von Schwarz bis ganz hinten, also von Gold, 643 Meter. Wahnsinn. 643 Meter. Ja, 700 Yards. Aber wir haben 562, also schlappe 610 Yards. Einfach ins Spiel bringen und dann ist alles gut. Ja. Perfekt. Let's go. Das ist jetzt tricky. Ich muss jetzt auf jeden Fall hier rechts spielen. Das Grün ist viel weiter links. Aber da komme ich nicht hin. Übers Wasser komme ich, glaube ich, nicht. Ja, das ist zu weit rechts. Ach Gott. Wofür den finde ich? Hey, das war jetzt feig. Ach Gott. Jetzt habe ich mich leider ein bisschen einschüchtern lassen. Ja, Ball gefunden, aber in einer furchtbaren Lage. Also wir haben jetzt sicher noch 150 aufs Grün. Der Ball liegt genau vor so einem Büschel Gras und es geht voll bergab. Ja, also kann jetzt nur mit dem 9er Eisen probieren, einfach vorpunchen so weit wie möglich. Links ist Wasser. Ja, ist gut. Ist sehr gut. Roll. Auf dem Grün. Sehr gut. Also ich dachte, der vorigen Loch mit dem Siemerholz, das war der Schlag des Tages. Aber wahrscheinlich war das der Schlag des Tages. Nicht ganz auf dem Grün, aber richtig gut. Tight lie, aber Button mag ich nicht. Das ist mir alles zu uneben. Guter Spin. Dachte, der bricht nach links, aber okay. Gute Länge. So, zum Paar. War jetzt ein Wahnsinnspaar eigentlich. Bricht nach links. Puh, wie viele solche Lip-Ins habe ich heute schon gehabt? Ja, es gibt so Tage. An einem lippen sie alle aus und am anderen lippen sie alle rein. Loch 16. Langsam geht's ins Finish. Paar 3 mit 155 auf die Fahne. Über Wasser. Ja.
Der muss jetzt sitzen. Ein paar hier auf dem Loch, dann haben wir 30 Punkte. Der muss ziehen. Zieh! Boah. Puh. Dünn, aber fast bin high. Boah, das war ein kurzer Schreck. War dann eigentlich eh nicht knapp, aber hat knapp ausgeschaut. Okay, der war jetzt sogar richtig gut. Wir haben jetzt ja, 4 Meter zum Birdie. War eigentlich weit übers Wasser. Hat nur so knapp ausgeschaut. Okay. Alles nach links, schaut sehr langsam aus, das Grün. Ja, ist langsam. Mein Gott. Okay. Ja, schade, schade, schade. Das war jetzt sehr langsam, das Grün. Aber wenn man es weiß, dann soll man es auch so spielen. Sollen keine Ausreden sein. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt die 30 Punkte erreicht. Das ist schon mal eine gute Leistung. Jetzt haben wir noch 2 Löcher. Insgesamt bin ich jetzt 2 über Par. 3 Bogies, 1 Birdie und sonst alles Par. Also eigentlich Wahnsinn. Richtig gute Runde heute. Endlich mal wieder. Ja. Par 4 mit 420 Metern. Und ein bisschen Rückenwind, glaube ich. Draw. Kim, draw. Ja. Rechts im Rough. Puh. Es wird wahrscheinlich wieder ein ewig langer Schlag aufs Grün, aber sind wir schon gewohnt. Okay. Da wird sich jetzt das Grün nicht ausgehen. 200 noch auf die Fahne. Aber keine Chance jetzt aus dem Rough da. Ja, müssen wir vorlegen. Mit dem 8er-Eisen vorlegen. Und auf ein Up and Down wieder hupfen. Boah, da muss ich richtig reinknallen jetzt. Ja, gut, sehr gut. Sitzt nicht auf dem Fairway, aber war jetzt nicht so einfach. Okay, Ball liegt gut. 68 noch auf die Fahne. 68. Dann werden wir jetzt probieren, relativ hoch spielen. Die Fahne wieder kurz gesteckt ist. Das wäre jetzt natürlich wieder ein gewaltiges Up and Down aus 70 Metern. Die Länge. Ja, zu kurz leider. Ja, schade. Schade, schade. Okay, schaut jetzt gar nicht so schlecht aus. Ist zwar ein sehr langer Putt zum Par, aber man muss halt manchmal das Bogey in Kauf nehmen. Wir haben auf jeden Fall eine Par-Chance. So, jetzt gib ihm zumindest die Chance. Okay, guter Putt. Guter Putt. Leider nur das Bogey, aber er war fast nicht drin nach dem Abschlag. Damit 31 Punkte, ab auf die 18. Okay, Finale, noch 18. Ein paar 4 mit 359 Metern, also wieder relativ kurz, wenn man das so nennen kann. Einfach links vom Bunker, dann sollte man nicht mehr weit aufs Grün haben. Der ist zu weit links. Aber hupft nach rechts und ja, ich glaube, ich habe es mir jetzt richtig schwer gemacht wieder, aber er ist im Spiel. Ja, wie gesagt, ich habe es mir jetzt wieder richtig schwer gemacht. Wieder so einen Buschen da beim Ball. Ah. 145 noch auf die Fahne. Muss jetzt wieder vorpunchen. Hoffen, dass er draufrollt. Gottes Willen. Liegt aber wie aufgetiet eigentlich. Muss ich schauen, dass ich nicht unten durchschlage. Ah, okay. Kurz vor dem Grün. Puh, nochmal ein Up and Down. Ja, der war jetzt echt richtig hoch aufgedient. Ich habe jetzt leider unten durchgeschlagen, aber alles gut. Okay, jetzt müssen wir noch einmal den inneren Phil Mickelson rausholen. Oh,
Da ist Soft gelandet. Ach, komm jetzt. Hey. Na, der muss jetzt rein. Der muss jetzt rein zum Bach. Wieder gerade oder ich sehe hier keine Breaks. Komm! Oh, yes! Ah, sauber! Damit 33, wahnsinnige 33 Punkte. Ja, 3 über Paar. Auf einem 6600 Meter Platz. Das war halt eher eine der besseren Leistungen. Also vielen Dank nochmal an den Golfclub Valais. Es war mir eine Freude. Richtig schöner Platz. Der Alpenlinksplatz. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Liken und abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Video.